Jetzt sitze ich endlich auf meinem eigenen Rad. Ich muss euch gestehen, das Bike war jetzt schon vor längerem bei mir eingetroffen und ich habe andauernd den richtigen Zeitpunkt abgewartet, um damit auf Tour zu gehen, um euch bei meiner ersten Runde mit dem Rad, mit diesem günstigen, in Anführungsstrichen günstigen EMTB mitzunehmen. Und heute ist endlich der Tag der Tage. Ich bin gespannt auf die Trails, ich bin gespannt auf das Bike, ich bin gespannt auf das, was ihr hier unten drunter schreibt, wie ihr das Bike findet, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, warum ich mir dieses Rad gekauft habe. Und ja, hey, jetzt habe ich Bock. Hey und Servus zusammen, willkommen zum heutigen Video. Leute, ihr habt richtig gesehen, ich selbst habe mir ein Rad gekauft, habe dabei nicht ins oberste Regal gegriffen, also bei der Suche nach einem passenden EMTB habe ich nicht unbedingt ein Rad für 11.000, 12.000, 10.000, 9.000 Euro gesucht, sondern wollte was haben, was eigentlich meiner Meinung nach relativ preiswert ist, dafür aber schon einiges zu bieten hat und die Möglichkeit besteht, dass ich das Rad peu à peu ein bisschen aufpimpen und auf mich anpassen kann. Wie gesagt, ich bin in den letzten Wochen einige Räder gefahren, beziehungsweise habe einiges getestet. Ein Rad hat mir dabei auch richtig viel Spaß gemacht. Allerdings war der Preis, der UVP für das Rad einfach meiner Meinung nach zu hoch, jedenfalls für mich. Aber zum Glück gab es das Rad auch in günstigeren Ausstattungsvarianten. Und das möchte ich euch heute vorstellen und euch mit auf eine Tour nehmen. Jetzt fragt ihr euch aber sicherlich, Junge, laber nicht lang rum, sag uns doch endlich, welches Rad du dir gekauft hast. Und mit dem du jetzt immer mal wieder unterwegs bist, welches du aufpimpst und wir hier auf dem Kanal öfter mal sehen. Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Hier ist das Rad, was ich mir selbst gekauft habe und was ich ein bisschen aufpimpen will, mit dem ich jetzt bald einige Male unterwegs sein werde. Let's go! Kenner von euch haben es direkt gesehen, es ist ein Canyon geworden, ein Spectral On CF7, also die günstigste, wenn ich das so sagen darf, beziehungsweise preiswerteste Ausstattungsvariante von der Modellreihe, von den Spectral On. Ich bin ja schon ein Rad davon gefahren und zwar in der höchsten Ausstattungsvariante. Das Teil war dann aber auch wirklich echt super teuer. 10.000 Euro hat das Teil, glaube ich, UVP gekostet. Aber das Geile ist, dass bei Canyon aktuell immer mal wieder Angebote gibt auf die Spectral On Reihe, so auch bei dem Rad aktuell, also wenn ihr das Video jetzt seht, ist glaube ich sogar noch mal eine Rabattaktion auf das nächsthöhere Modell, auf das Spectral On CF8, ich glaube CF8 irgendwie gesetzt, bedeutet man bekommt eigentlich die bessere Ausstattungsvariante günstiger als das Rad, aber bei mir, ich hatte Glück, das Rad war echt eine ordentliche Portion reduziert und ich habe gedacht, ey, mir macht der Rahmen richtig viel Spaß und ein Highlight ist natürlich an dem Bike erstens Shimano EP801, also der neueste Shimano Motor, der hat mir auch Bock gemacht, fand ich auch irgendwie spaßig zu fahren und ich hatte großes Interesse an dem Race-Modus, den werde ich auf jeden Fall hier auch noch irgendwie mal drauf spielen, ausprobieren, aber was ich irgendwie den krassen Game-Changer fand, waren 900 Wattstunden Akku in so einem Bike, was dann doch schon einigermaßen leicht aufzubauen ist. 900 Wattstunden reicht auf jeden Fall für den Herbst, für den Winter, für kalte Jahreszeit, für richtig lange Rides. Wenn ihr Bock drauf habt, probiere ich das Ganze auch mal aus, leer zu fahren, irgendwie mittlere Unterstützungsstufe und dann gib ihm das Teil wirklich leer fahren. Das fand ich richtig geil. Wie gesagt, Motor EP801 richtig geil mit dem Race-Modi. Das Teil ist voll Carbon, richtig cool. 160, 150. Ihr wisst, ich mag ja nicht unbedingt so viel Federweg oftmals, sondern bei ganz vielen Trails hier zu Hause ist es auch ganz geil, mal ein bisschen weniger Federweg zu haben, also 160, 150 Mallet und mir hat die hohe Front irgendwie gefallen, es war dann hinten total spielerisch, also mir hat irgendwie das Fahrrad einfach getaugt, ich fand es einfach geil, mir hat es Bock gemacht, aufgrund dessen habe ich mir überlegt, ey, ich habe Lust auf ein eigenes Fahrrad, ich habe Lust auf einen großen Akku, ich habe Lust auch mal auf die ein oder andere bisschen verrücktere Tour, mal irgendwie ein paar mehr Höhenmeter und am Ende muss ich sagen, das Angebot hat halt einfach gepasst. Das Teil war mega geil reduziert und für mich bietet es jetzt viele Möglichkeiten, wieder ein bisschen abzudaten, wieder ein bisschen abzugraden. Ein paar andere Laufräder, vielleicht ein anderes Fahrwerk, ein paar andere Bremsen etc. pp. So peu à peu draufzubauen, ein bisschen abzudaten und so. Aber für euch möchte ich heute in dem Video auf jeden Fall ausprobieren, wie das Ganze denn out of the box funktioniert. Also wie gut geht das Rad, wenn ihr es einfach direkt so kauft und gar nichts umändern wollt.
So viel sei vorweg gesagt, bleibt auf jeden Fall dran, denn das Bike hat richtig viel Spaß gemacht, selbst in der günstigen Ausstattungsvariante. Natürlich ist der Preis von dem Rad immer noch relativ hoch. Aktuell liegt es, glaube ich, bei 4.999 €. Es war zwischenzeitlich eine ganze Ecke unter 4.000 € mal reduziert. Und das finde ich dann, wie gesagt, eigentlich schon ganz spannend für das Rad. Auch mit der Ausstattung, die es dann hat. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf eure Kommentare jetzt schon gespannt. Also haut auf jeden Fall schon mal ordentlich in die Tasten, während das Video läuft. Aber wir schnacken jetzt nicht lang, gehen gleich raus auf die Trails mit dem Bike. Aber bevor wir das machen, kommen wir noch zum Partner und Supporter des heutigen Videos. Yes, bevor es jetzt weitergeht auf den Trails mit meinem eigenen gekauften Rad, kommen wir kurz zum Partner und Supporter des heutigen Videos. Wenn ihr, wie ich, keinen Bock habt auf so klassische Kopfhörer, sind vielleicht Open-Ear-Kopfhörer das Richtige für euch. Shox hat hier einen neuen Kopfhörer auf den Markt gebracht, und zwar den Open Run Pro 2. Das Update sozusagen zum Open Run. Und ihr seht, ich trage das Ganze hier bei meinem Halbschallenhelm bei fast jeder Tour easy peasy zum Anziehen. Und das Geile ist, die Ohren bleiben dabei frei. Also bedeutet, man ist auf jeden Fall noch sicher unterwegs. Auch ja, wenn man im Straßenverkehr kurzzeitig unterwegs ist oder wenn jemand irgendwie einen anspricht etc. pp. Und für mich persönlich ist das Geile, ich kann nicht mit zugestöpselten Ohren Trails fahren. Ich finde es schon ganz cool, im Uphill ein bisschen Podcast zu hören, Musik zu hören. Aber im Downhill habe ich dann keine Lust, irgendwie die Ohren vollgestöpselt zu haben. Und da ist das natürlich ganz geil mit den offenen Ohren. Super lässig ist auch jetzt bei dieser neuen Technologie, dass jetzt es kombiniert wurde. Also ganz normal Knochenschall, wie bei dem Vorgänger, wurde jetzt mit klassischen Kopfhörern kombiniert. Bedeutet, die tiefen Töne, Bässe und so weiter kommen über den Kopfhörer und die Mitteltöne und die hohen Töne, die kommen jetzt über Knochenschall. Also die Kombination ist meiner Meinung nach gelungen, weil du hast nicht mehr die Vibrationen am Ohr. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze abzudaten über eine eigene App und könnt dort auch verschiedene Einstellungen tätigen. Also wenn ihr Lust habt, ein paar Höhen höher zu drehen, ein paar Tiefen niedriger zu drehen etc. pp., habt ihr da komplette Freiheit, komplette Möglichkeit. Es gibt eine Schnellladefunktion. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr, wie ich, öfter mal vergesst, das Teil zu laden, dann könnt ihr es relativ schnell innerhalb von 5 Minuten wieder so weit bringen, dass ihr 2,5 Stunden Musikgenuss habt. Ich habe jetzt hier gerade die schwarzen, es gibt es aber auch in mehreren unterschiedlichen Farben. Checkt da auf jeden Fall mal die Webseite und auch Größen. Geiles IP55, bedeutet ganz egal, wie viel ihr schwitzt, ob ihr in den Regen kommt, jetzt bald kommt ja der Herbst, vollkommen egal, ihr könnt die Teile absolut ohne Bedenken weiter nutzen. Und wenn euch das Ganze jetzt interessiert, checkt hier auf jeden Fall mal den QR-Code aus, den ich hier einblende. Dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal und kriegt mehr Informationen zu den Shox Open Run Pro 2 Kopfhörern. Das Ganze haue ich aber auch nochmal in die Videobeschreibung bzw. in die Kommentare. Leute, wenn euch das Ganze interessiert, checkt es auf jeden Fall aus. Danke nochmal an die Firma Shox. Jetzt geht's weiter und rein in den nächsten Trail mit meinem neuen Bike. Let's go! Ich bin schon jetzt maximal aufgeregt hier im Uphill unterwegs und fahre gleich in meinen ersten Single Trail, vermutlich, hoffentlich, denke ich, irgendwo. Aber ich bin hyped, ich habe Bock, ich habe bisher nicht viel eingestellt. Das Rad kam so aus dem Karton, Lenker gerade gestellt, bisschen ausgerichtet, bisschen Luft in die Gabel, Luft in den Dämpfer, Luftdruck im Reifen mal kurz gecheckt. Und that's it, man. So wie das Teil hier von Canyon versendet wird, so fahre ich das jetzt heute. Und jetzt stehe ich tatsächlich so mehr oder weniger vor, ja eigentlich fast, dem ersten Trail bzw. Vor der ersten Abfahrt. Ich bin gespannt, ich war hier noch nie unterwegs, habe aber gedacht, das könnte der richtige Ort sein, um das Rad auszuprobieren. Sollten auch gar nicht so anspruchsvolle Trails sein, aber lassen wir uns überraschen, wenn sie anspruchsvoll werden, freue ich mich doppelt. Rad ist mega sauber noch. Also könnt ihr euch vorstellen, ich habe an dem Rad noch gar nichts dreckig gemacht. Es ist richtig, richtig sauber. Ich bin jetzt gerade einmal hier nach oben gefahren. Aber da bin ich schon gespannt. Ich finde es aber auch in der Farbe mega geil. Richtig schönes Radl. Peu à peu wird das eine oder andere da jetzt ausgetauscht, gewechselt, abgegradet und so weiter. Aber das Bike ist, wie gesagt, das günstigste im Grunde vom UVP her, was ihr in der Spectral On Familie so finden werdet. Das Einzige, was ich unbedingt haben wollte, ist der richtig dicke, fette Akku hier unten drin, 900 Wattstunden. Aber ich glaube,
genau das richtige Bike für Leute, die sagen, ich will keine 10.000 Euro ausgeben, will aber trotzdem ein Rad haben, mit dem ich richtig viel Spaß haben kann. Alrighty, mein erster Trail mit dem Bike. Ich bin echt gespannt, ob die Entscheidung die richtige war für das Bike und ob die doch günstigeren Komponenten, die hier verbaut sind, genug Spaß bereiten können. Was ich auf jeden Fall schon merke, ist, dass ich ein bisschen Zeit noch brauche, um erstens mit dem Rad klar zu kommen und aber auch um die Bremse einzubremsen. Das Interessante hier dran ist aber, habt ihr ja vielleicht auch schon vorhin mal kurz gehört, ich weiß nicht genau, aber wenn, da ist ja auch eine SRAM drauf, die DB8. Und das ist eine der ersten SRAM-Bremsen mit Mineralöl, was ich eigentlich ganz cool finde. Die Maven hat auch Mineralöl. Wahrscheinlich wird die Maven auch an das Rad bei mir wandern. Aber ja, jetzt geht es ja erstmal darum, wie das denn in der Ausstattungsvariante so funktioniert. Also was ich hier schon machen muss, hier geht es ordentlich gerade nach unten, da muss ich immer wieder gut bremsen. Hier wäre irgendwas auch parallel gewesen. Macht sie bisher ganz okay, dafür, dass sie noch nicht hundertprozentig eingebremst ist. Läuft's gut. Dafür, dass ich noch kein Fahrwerk und so gemacht habe. Was ist los, ey? Jetzt weiß ich schon nach den ersten Metern, warum das eventuell eine gute Entscheidung war mit dem Rad. Wow, Junge! Ja, okay, da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen eingebremst werden. Die Kurve hätte ich eben fast nicht bekommen. Nach dem Drop. Und der Rest muss auch ein bisschen eingestellt werden. Aber interessanterweise, bisher kann ich nicht meckern. Yes, läuft eigentlich trotzdem gut. Hey, und das ist das Geile. Man bekommt mittlerweile halt auch für nicht ein Vermögen trotzdem schon echt geil funktionierende Bikes, muss man einfach so sagen. Freunde und Freundinnen, das war der erste Trail mit meinem eigenen neuen Rad, mit dem Spectral On und Junge, da waren ein paar scary Moments drin, muss ich sagen. Easy mit dem Rad. Hinten kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen Luft rauslassen, vorne bin ich schon gut am Start, aber easy mit dem Ding und also wenn man jetzt nicht muss, weiß ich jetzt auch gar nicht so, was man tauschen könnte. Ich dachte, die Bremsen müssten eingebremst werden, aber ich glaube, die funktionieren schon. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung damit habt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also die funktionieren schon und ansonsten Fahrwerk, ey gut, wir haben halt ein Deluxe hinten und kein Piggyback. War aber jetzt auch nicht so verkehrt und vorne eine Lyric, natürlich auch in der günstigen Ausstattungsvariante. Aber ey, ich muss sagen, es hat Bock gemacht. Ja, perfekto, jetzt geht's auch mal nach oben. Was ich auch sagen kann, erfahrungsgemäß, dass oftmals bei einem ganz, ganz neuen Rad der Motor lauter ist, als wenn der mal gefühlte, keine Ahnung, 100 Kilometer eingerollt ist. Ich finde, der wird mit der Zeit echt oder oftmals ein Ticken leiser. Worauf ich mich auch freue, ich werde hier auf jeden Fall diese neue Software drauf machen von Shimano, die ist noch nicht aufgespielt, also die mit mehr Nachlauf und ja, race-orientiert oder optimiert. Da freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten kann ich persönlich über den EP801 nichts Negatives berichten. Bin ich jetzt schon ganz vielen Rädern gefahren. Der einzige Punkt, und das muss einem klar sein, der neigt halt zum Klappern. Ne? Je nachdem in welchem Rad, je nachdem welcher Motor, wen das stört, wer da ein super leises Rad bergab will, na, weiß ich nicht, ob man das immer bekommt beim EP801. Was ich tatsächlich aber sagen muss, was man schon teilen ein bisschen bei dem Rad jetzt auch merkt, ist, dass es echt nicht leicht ist. Diese 25 Kilo sind natürlich schon echt gar nicht so wenig. Da wäre es schon geil, da nochmal ein oder zwei Kilo runter zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, diese 25 sind mittlerweile für mich fast schon, wenn ich ganz ehrlich bin, fast schon ein Ticken zu viel, auch wenn es komisch klingt, weil so viele Räder haben mittlerweile irgendwie so
22 oder so, 21, 22, 23, das ist dann doch schon nochmal ein Unterschied zu den 25 hier. Das ist crazy, wie trocken es mittlerweile überall ist. Verrückt, ey. Jetzt wieder eine Zeit lang nicht geregnet. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Aber es ist ja eigentlich so, wie es mir gefällt. Für sowas habe ich ja auch das Canyon hier am Start. Aber das Interessante, was mir jetzt hier fehlen, ist der falsche Ausdruck. Aber worauf ich jetzt echt Bock hätte, wäre auf dieses ganze Freeshift mit der XC-DI2, was ich ja schon mal getestet habe. Weil das finde ich tatsächlich ist eine richtig geile Sache. Und wenn du dann hier bei sowas irgendwie immer den richtigen Gang hast und danach, bin ich hier richtig? Und danach, ach so, hier ist ein kleiner Drop. Der sieht ja cool aus, den fahren wir noch. Auf jeden Fall, wenn du dann immer den richtigen Gang hast, ist halt eine geile Sache so, ne? Muss man einfach sagen. Ich habe das getestet, viele sagen, wofür braucht man das? Ich halte alles selbst. Aber du hast halt hier immer den richtigen Gang. Aber das ist dasselbe Logo, dass das halt nicht hier bei dem, sag ich mal, günstigeren Rad verbaut ist, weil es dann doch schon ein paar Euro kostet, das System. Aber lohnt sich auf jeden Fall, das vielleicht auch nochmal abzugraden. Eieiei, auf die Laufräder muss ich da schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß doch gar nicht, ob das Teil hier tubeless montiert ist und so. Ich habe es, wie gesagt, einfach aus dem Karton rausgezogen. Und hab gedacht, ich fahre jetzt eine Runde. Ich kann es nicht mehr im Keller stehen lassen. Es muss jetzt benutzt werden. Es gibt einfach kein Aufschiebedatum mehr und warten bis irgendwo Berge und dies, das. Nix. Es muss sich hier gleich schon Mittelgebirge, schöne, geile Single Trails, muss ich einfach beweisen. Ey, coole Dinger, coole Trails. Ey, danke auf jeden Fall an die Leute, die das Ding gebaut haben. Alter, da rutscht mir schon der Vorderreifen hier. Yes! Und interessanterweise, ihr seht schon, hier ist schon hier ist schon steinig und so wurzelig. Hier scheppert schon ordentlich. Aber sowohl das Fahrwerk, relativ günstige und nicht mal mit einem Piggyback. Das Fahrwerk funktioniert okay für mich jetzt und die Bremse jetzt, wo sie ein bisschen eingebremst ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist interessant, mittlerweile habe ich mich echt ein bisschen eingegroovt mit der Kiste, dass man sich da echt nochmal eine ganze Ecke wohler drauf fühlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch mit dem Setup hier, auch mit dem Fahrwerk, auch mit den Bremsen, läuft jetzt schon gut. Die ersten Meter auf Trails liegen hinter mir und ich will nicht sagen billig, aber das preiswerte Rad, ich hoffe, das ist in Ordnung, hat sich echt gut geschlagen. Also ich muss tatsächlich sagen, jemand, der mit dem Sport anfängt, für den reicht das in meinen Augen dreimal easy. Und natürlich kannst du das eine oder andere pimpen, das eine oder andere upgraden und so. Muss man aber nicht unbedingt. Ich finde, hey, der 900er Akku ist halt auch nochmal crazy. Du hast den EP801 da drin, du hast einen Carbonrahmen. An dem Teil gibt es eigentlich meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Und es wird schwierig, vielleicht habt ihr Alternativen der aktuellen Zeit. Gibt es einige Angebote, könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Hilft vielleicht auch anderen Leuten, was so Alternativen zu dem Rad wären in einem ähnlichen Preissegment. Aber tatsächlich muss ich echt sagen, boah, das hat mich jetzt überrascht nicht. Weil ich habe den Rahmen ja schon gefahren und weiß, wie gut, wie top der funktioniert. Aber ich hatte ein bisschen meine Bedenken. Erstens aufgrund der sehr günstigen Bremse hier, die DB8 von SRAM.
und auch wegen des Fahrwerks. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, es läuft schon gut. Da braucht man eigentlich nicht unbedingt zu wechseln. Vorne habe ich den 2,5er Reifen, hinten den 2,6er. Habe ich ja schon gesagt, das wäre mir jetzt ein bisschen zu fett. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich den Lenker finde. Am Anfang habe ich drauf gesessen und gedacht, oh Gott, geht gar nicht. Jetzt bin ich gefahren und finde es eigentlich gut. Eine Sache höre ich noch vorne. Irgendwo ist so ein ganz frequentes Klappergeräusch. Ich kann es nicht genau orten. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Das muss ich auf jeden Fall nochmal finden. Aber ansonsten, ey, das Spectral hier in der Ausstellungsvariante als wirklich günstigstes Rad im Spectral On Portfolio hat bisher echt geil funktioniert und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Jetzt ist das Schöne, dass es noch nicht vorbei ist. Das heißt, ich habe noch mal Trails, kann noch mal fahren, aber ich will euch damit nur mitgeben, auch wenn ich hier auf dem Kanal immer Räder teste oder oftmals Räder teste für 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.000 Euro, man kann auch mit sowas Spaß haben und mit so einem Rad hier eine richtig gute Zeit haben. Was ich nur sagen kann und will, und das möchte ich euch mitgeben, ey, macht euch nicht verrückt, und wenn ihr keine 10.000, keine 8.000, keine 7.000 ausgeben wollt, könnt, wie auch immer, ey, es gibt genug geile Alternativen da draußen, boah, an Rädern, die tatsächlich Spaß machen, die sich lohnen und die es wert sind, dass man die auch vorstellt. Aber natürlich kann ich nicht immer ändern, wenn ich von einem Hersteller ein Rad bekomme und es ist beispielsweise ein Vorserienmodell oder so, Prototyp, dann sind das halt oftmals die Top-Version. Aber ey, hier jetzt bin ich sowohl die Top-Version von dem Rad schon mal gefahren, als auch jetzt die hier, und natürlich bietet die Top-Version 1-2 Vorteile, muss man einfach sagen. Aber das kostet halt auch gefühlt oder hat annähernd doppelt so viel gekostet, wenn es keine Rabatte irgendwie gab. Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer tatsächlich. Ein dickes, fettes Dank an alle von euch da draußen, die bis hierhin mit am Start waren, die das ganze Video bisher angeschaut haben. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem Rad zu sagen habt, wie ihr das Rad findet, ob ihr es vielleicht schon mal Probe gefahren seid, ob ihr selbst ein Rad habt, ob ihr vielleicht ein Canyon habt, wie da eure Erfahrungen sind. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin komplett ein unbeschriebenes Blatt, was Canyon betrifft sozusagen. Ich bin es bisher, wie gesagt, nur in diesem Topmodell testweise gefahren, hatte vorher noch nie eins, hatte aber Bock drauf, mir gefällt das Rad, mir gefällt die Farbe, mir gefallen die ganzen Specs und die Fahreigenschaften fand ich mega gut, aber ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Leute, die nächsten Wochen passiert hier einiges auf dem Kanal. Ihr habt es vielleicht schon irgendwo in einem Teaser gesehen oder so. Ich habe ganz viele Räder ausprobiert, ganz viele Räder getestet. Ich war unterwegs an allen möglichen Orten, habe da hoffentlich für euch ganz spannende Aufnahmen mitgebracht. Also, wenn ihr könnt, bitte lasst mir doch ein Abo da. Würde mir immer helfen. Klar, ein Daumen nach oben hilft mir auch. Jetzt heißt's, raus auf die Trails. Habt auf jeden Fall Spaß. Ganz egal, was das Rad kostet, weil man sieht es jetzt hier oder hat es jetzt hier vielleicht in einem Video gesehen, ey, man kann Radfahren für 10.000 Euro, man kann Radfahren für 5.000, 4.000. Hauptsache, man hat Spaß auf dem Trail und eine gute Zeit. Und das hoffe ich, dass ihr das nach dem Video heute ganz entspannt habt und das Wochenende vielleicht noch genießt oder schön mit einem ordentlichen Ride in die nächste Woche startet. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Servus, euer Toffer.